Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier wieder an alter Stelle, wo wir den ersten Van-Ausbau auch hatten. Und heute geht es darum, ein Dometic S4 Seitenfenster hier in unsere Seitentür einzubauen. Wir zeigen euch, was ihr alles braucht, wie lange das dauert und wie das bei uns einfach funktioniert. Okay, dann legen wir mal los. Ja, wie eben schon gesagt, haben wir uns für ein Dometic S4 Fenster entschieden in 70x40. Und das ist mit einem Innenrahmen. Finde ich mir ziemlich cool, weil wir hier halt auch praktischerweise ein Rollo dabei haben und auch ja, ein Fliegengitter. Und genau, das werden wir jetzt hier einsetzen in die Seitentür. Und dafür brauchen wir einen Innenrahmen aus Holz. Dafür haben wir 24x48 Profilholz gewählt. Wir brauchen eine dauerelastische Klebe- und Dichtmasse. Da haben wir uns im Baumarkt das hier geholt. Andere verwenden auch Dekasil. Wir brauchen eine Stichsäge, weil ja hier ein Loch gesägt werden muss. Und wir brauchen Schrauben, die waren aber auch schon dabei beim Fenster. Dann brauchen wir auch noch, das habe ich jetzt gerade hier nicht dabei, ein Rostschutzmittel. Denn wenn wir hier gesägt haben, müssen wir die Kanten mit Rostschutzmittel quasi schützen. Ja, und der erste Schritt wäre jetzt erst einmal hier von drinnen unsere Holzverkleidung abzunehmen. Darunter befindet sich noch Armaflex, das Ganze frei zu kratzen. Und danach bauen wir den Holzrahmen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze passt. Und damit ihr auch mal seht, dass nicht alles immer glatt läuft, wir haben die ersten paar Bretter super schnell abgekriegt und dann haben wir festgestellt, ja, dass eine Schraube sich direkt hier unten drunter befindet. Und dann haben wir schon gedacht, wir müssen jetzt die Küche auseinanderbauen, weil wir kommen hier nicht ran. Naja, auf jeden Fall haben wir sie jetzt irgendwie abgekriegt und ja, tada, da haben wir es jetzt, das letzte Brett. Und jetzt machen wir hier das Armaflex weg. Ja, wir sind jetzt fertig hier mit der Entfernung von der Verkleidung und vom Armaflex. Und man sieht hier ganz deutlich, dass das unsere allerersten Schritte hier bei dem Ausbau waren, wie wir damals vor 2,5 Jahren angefangen haben und halt echt noch gar keine Ahnung hatten. Aber soll ja nicht stören, denn das alles hier wird jetzt quasi einmal entfettet. Da werden wir jetzt ganz normal ja, unseren Rahmen werde ich jetzt als nächstes bauen, den mal dranlegen und ja, als nächstes werden wir dann das Loch sägen. Erstmal diesen Flatterholmen hier entfernen. Und zwar steht er schon mit einer Distanz von der Tür ab und wir werden jetzt hier mit einem Cuttermesser die Klebestreifen trennen und dann werden wir das hier wegflexen. Mein Schwiegerpapa bereitet gerade schon die Flex vor und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier säubern und wir werden das Fenster mal von hier anlegen, um zu gucken, ob das dann auch mit der Schiebetür dann passt, denn wir haben nachgemessen und es dürfte ganz knapp werden. Und wir sind mal gespannt, ob das Fenster hier überhaupt drinnen reinpasst, weil der Abstand von der Tür zum Fenster, wenn sie denn dann auf ist, wirklich ganz wenig Spielraum zulässt.
Dieser Flatterhorn muss weg, weißt du, dieser Stieg muss weg. Und dann wir können hier anlegen, Fenster gucken, ob passt. Wenn passt, wir fahren zum Baumarkt, holen diese Klemmen. Hey, Melo! Jetzt testen wir mal, ob die Tür noch aufgeht, wenn wir das Fenster einbauen. Unten ist kein Problem. Ja, unten geht der ganz. Unten ist kein Problem. Okay. Melli saugt jetzt im Hintergrund gerade noch das Auto ein bisschen sauber und wir haben jetzt drinnen die Fläche geputzt. Ihr habt gesehen, das ist ganz, ganz knapp. Das ist eine ganz knappe Kiste. Jetzt als nächster Schritt werden wir hier von außen und von innen messen, wo das Fenster genau reinkommt und das mit Krepppapier quasi abkleben und auf dem Krepppapier dann unsere Linien zeichnen. Und jetzt erstmal Mittagspause. Weiter geht's. Anspannungslevel 3000. Ich bin ganz schön aufgeregt. Jetzt kommen erstmal Löcher ins Auto und dann sägen wir ein riesengroßes Loch. Wir bohren jetzt erstmal mit einem 4 mm Bohrer und dann mit einem 6,5 mm Bohrer. Vorher machen wir aber eine kleine Kuhle, damit wir mit dem Bohrer auch nicht abrutschen. Ich habe hier so eine Markierung gemacht und zwar haben wir das vorher hier schon abgeklebt und auch ausgemessen, wo das Fenster rein soll. Und ich habe hier mit dem größeren der beiden Bohrer eine Markierung gesetzt. Und in die Mitte setze ich jetzt quasi eine Kuhle, damit wir mit dem Bohrer auch nicht abrutschen. Ah! Hallo? Pass auf, weil jetzt vorhin hat er auch seine Finger dahin gehalten und du bist nochmal durchgebohrt. Warum macht er sowas? Ich weiß auch nicht, weil er da irgendwas abmachen wollte. Okay, wir machen weiter unten. Wir machen weiter, Melo. Finger weg. Finger weg. So, wir haben jetzt hier alles schön vorgezeichnet, die Löcher vorgebohrt, diese Rundungen hier gemacht, alles schön abgeklebt, damit wir von außen den Lack schonen. Und von drinnen haben wir diese Fläche auch abgeklebt, damit die Späne nicht im Raum rumfliegen. Und jetzt werden wir hier noch diese kleinen Ritze auch nochmal abkleben, weil hier auch überall Metallspäne reinfliegen könnten, ja, um das zu verhindern. Kleben wir das ab und dann wird endlich was gemacht? Ein Loch eingesiebt. Du bist so super entspannt, ne? Ist nur Blech. Ist nur Blech. Und der Chef da hinten? Das hat er gar nichts. Hat gar nichts mehr, na gut. War jetzt eine ganz schöne Arbeit, das reinzusägen. Und wir haben auch schon mal geguckt, ob es passt. Es hat nicht ganz genau gepasst und dann haben wir ein bisschen schleifen müssen. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt passt. Ja, das ist gut. Hier liegt es an bei dir auch. Ja. Ja, das Fenster sitzt drinne. Yay! Okay, als nächstes entfernen wir mal hier die Abdeckung, das Malerkrepp, schleifen das nochmal sauber und dann kommt Rostschutz drauf und dann sind wir fast schon am Ende.
Okay, dann kommt zur Hochzeit. Ja, hier ist gut. Das hier ist nicht gut. Mal nochmal, ja, immer. Ja, also wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Melli musste schon unter die Dusche, weil wir treffen uns nämlich gleich noch mit Freunden. Wir sind eingeladen zum Essen. Das Fenster sitzt auf jeden Fall bombenfest. Es war dann am Ende doch einfacher, als man sich das denkt. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video ja ein bisschen was mitnehmen, wenn ihr auch mal ein Fenster einbaut. Wir sind keine Vollprofis und haben das trotzdem ja souverän gelöst, würde ich mal sagen, mit Hilfe von unserem Schwiegerpapa oder meinem Schwiegerpapa, Melindas Vater. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und ja, wir sind mal gespannt, was es dann so gibt. Wir wollen auf jeden Fall unsere Wohnung auflösen und noch ganz viele andere Sachen machen, bevor es dann im November Richtung Süden geht. Also, bleibt gesund, bleibt munter, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!